Ja, willkommen zu meinem ersten Retro-Ecke-Video. Ich habe mir dafür Gran Turismo ausgesucht. Das Spiel, mit dem bei mir meine Leidenschaft für Renn- und Rallye-Spiele entstanden ist. Ich glaube, den zweiten Teil hiervon war es, glaube ich, Rallye, was da gestartet. Deswegen kam noch Colin McRae-Rallye raus zu der Zeit irgendwann. Ja, das ist mein Start. Ich werde versuchen, so best wie möglich. Was ist nur los? Das ist bestimmt eine selbstlaufende Demo. Ich habe das Spiel seit den 90ern, also ungefähr so ein Jahr oder zwei Jahre nach dem Spiel oder bis zum zweiten. Verdammt, ist das laut. Ich werde zuerst die Lizenzen fahren, bestmöglich. Es gibt hier, glaube ich, drei Lizenzen, wenn ich mich recht erinnere. Und jede Lizenz gibt es dann, also bei jeder Fahrt gibt es hier Bronze, Silber, Gold. Ich versuche das bestmöglich zu fahren. Und so, dann letztendlich die Rennen. Ich werde ein paar, damit die Videos nicht zu lang werden, werde ich dann, oh, das ist wirklich laut, zum Schluss immer so im Arcade-Rennen am Anfang, wenn ich noch keine Lizenz habe, dort fahren. Oder vielleicht gibt es hier irgendwie ein freies Clubspiel oder so, was ich machen kann. Das ist doch schon angenehmer. Jetzt lasse ich die Musik noch ein bisschen an. Wie man hört, es gibt Hintergrundmusik. Das ist auch während des Renns so und ich möchte kein Copyright-Claim haben. Dementsprechend lade ich hier erstmal Gran Turismo. So sehen wir uns wieder. Nach wie vielen sind das? Bald 30 Jahre? Oh, ich komme mir so alt vor. Wenn ich mich jetzt spontan erinnere, dass jeder Hersteller eine andere Musik hatte. Was ich damals hier. Ja, genau. Das fand ich sehr cool. Oh, nice, das ist so schön. Was war das? Gibt es ein eigenes Rennen? Sondermodelle? Ah. Ja, klar, man kann ja die Autos auch noch tunen. Das ist die Lizenz. Ich lasse, damit ich keinen Ärger kriege, im Hintergrund Musik mitlaufen, dann während ich fahre. Die kommt näher, also sehr nah an die Musik, die hier abgespielt wird. Ist sehr rockig. Und dann starte ich dann noch gleich mal den ersten Lizenzversuch, aber vorher stelle ich die Musik komplett aus. Optionen. Das Spiel überhaupt zum Laufen zu bekommen, war mit viel Aufwand für mich betrieben, denn ich hatte keine Ahnung, wie man sich so ein, also wie ich die PlayStation CD auf den Stick bekomme, rezessive auf dem PC. Habe mir dafür viele Anleitungen auf YouTube angeschaut. Dann habe ich gemerkt, an meinem PC, da gibt es gar kein Laufwerk mehr. Also habe ich eine Ruppe, kann man nach einem DVD-Laufwerk suchen, dass das irgendwie lesen kann. Das war wirklich schrecklich und viel, viel Frust und Tränen sind geflossen, weil es nicht funktioniert hatte. Ich starte dann schon mal die Musik. Lizenz. B-Klasse. Anfahren, anhalten. So schwer wird es hier wohl nicht sein. Sekunden. ASHS. Automatikschaltung und Handschaltung. Vielleicht hätte ich auf Englisch aus. Ja, starten wir. Na, gehst du wurde. Achso, ich muss das hier drücken. Der startet sofort. Oh Mann, das Hübscheste ist es tatsächlich nicht mehr, ne? Ja. Ach verdammt. Das sind die Gänge. Mit der X-Taste. Und hiermit ist. Na, alles klar. Ich dachte, der Analogstick funktioniert ja auch. Steuerkreuz, ich muss das Steuerkreuz benutzen. Ja, hiermit habe ich schon mal richtig verloren. Da braucht er schon seine Zeit, bis man mit Namen kommt. Jo. Bremsen. Ich habe den linken.
linken Button benutzt. Ach, nochmal. Also das hier war schalten. Das Gas geben, bremsen. Aufzuwippen, sonst quietscht dein Stuhl. Markus, das hören die sonst mit. Zurückgucken. Wie cool ist das denn? Hinten sieht man einen Berg und vorne ist einfach nur ein Berg, der braun gemacht wurde. Ich glaube doch, das ist ein Berg. Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder die Schultertaste benutzt. Oh, ich krieg das hin. Gas geben. Und dann mit der Viereck-Taste bremsen. Das mit den Schultertasten zu die Gänge zu wechseln ist auch ziemlich nice. Würde man heutzutage nicht mehr spielen. Ich mache zum Hochschalten und also Unterschalten benutze ich die auf dem Dings A und X-Taste. So, wie war das hier? Bremse. Habe ich zu schnell gebremst. Ah, ist schon besser. Da ich hier nicht so gebunden bin auf irgendwas, kann ich auch ein bisschen Shit machen hier, was man mithört. Das hier ist einfach nur Fun. Vielleicht kann ich meine das Gamepad noch mal ein bisschen umlegen, dass es jetzt komfortabler ist. Aber nach dem Rennen mal schauen, ob das mit einer sinnvollen Tastenbelegung hilft. Ah, verdammt, jetzt habe ich gebremst. Ich mache mal von vorne. Nochmal. So, Gas geben. Es ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht mehr gelöst, also nicht mehr kennt. Also die große rechte Schulterbutton zum Gas geben und links zum Bremsen. So fahren wir das heute. Ich glaube, hier konnte man im dritten Gang bleiben und dann nicht vergessen, die Viereck-Taste zum Bremsen. Na? Tada, der Bronze. Oh, ich darf meinen Namen eingeben. Ein paar Versuche fahre ich noch. So, ich denke 5 Versuche. Auf der Hoffnung, dass ich ein bisschen besser abschneide. Und dann gehe ich zum zweiten Versuch. Ich hoffe, die Musik gefällt euch, die im Hintergrund läuft. Mal das Video hier ansehen. Tun wir doch mal. Ich lebe schon wieder mit dem Fuß. Ich bin einfach aufgeregt. Wirklich, besser gesagt. Ne, jetzt erkennt man das Auto, wo das dann weiter weg war, hat man es nicht mehr erkannt. Ah ja, diese verzogenen Bilder da, das war ein Problem von der PlayStation. Na. Oh, sehr cool, beim Bremsen neigt sich das Auto vorne. Begeistert kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also mal Gas geben. Ja.
Vielleicht sollte ich mal aus der Third Person das mal versuchen, damit ich ein bisschen weiter gucken kann mit dem Bremsweg, weil ich kann an der Seite nichts erkennen, woran ich mich halten könnte. Ich versuche eins. Naja, Gas gibt es vergessen. Ja, ein bisschen Schultertasten. Das gefällt mir irgendwie. Aber ich komme immer noch nicht zurecht mit dem X-Gas geben und mit dem Viereck bremsen. Und ich gehe immer wieder zu dem Analog-Stick, weil ich damit irgendwie lenken will. Aber das ist ja völlig falsch. Das funktioniert hier nicht. So, bremsen. Das war viel zu früh. Uah. Nochmal. Ich benutze diesmal die Außenansicht. Ach, geht hier noch gar nicht. Mal Gas geben. Bringt das was? Oh ja, man sieht tatsächlich ein bisschen mehr. Ich denke, bei den Bremsversuchen oder so kann ich das gut nutzen. Ansonsten bei dem anderen fahre ich aus der Ego-Perspektive 800 Meter, 900. Ich versuche mich hier an den. So, das war auch zu spät. Ja, das hatten wir doch schon. Oh, danke für die Bronzemedaille nochmal. Das ist ja merkwürdig, die Zeit ist viel, viel schlechter, aber ich durfte mich nochmal eintragen. Was war das jetzt? Versuch 2 oder 3? Ich mache das hier als dritten Versuch. So schlecht ist die Mücke echt, die gefällt mir. Hier versuchen. Ich sehe nichts, woran ich mich orientieren kann. Kein Schatten, kein gar nichts. Ach. Ich muss früher bremsen. Mitte. Das zwischen dem dritten und dem zweiten Mittelstreifen. Noch ein Versuch 4. Das geht. Verdammt! Wieder bestanden. Eine Bronze. Gut, dann machen wir den letzten Versuch und dann gehe ich in die nächste Phase. Ah, Gas geben nicht vergessen. Sonst verliere ich zu viel Zeit. Die Außenansicht. Man kann aber ganz schön weit drehen hier. Wenn die das mal ein bisschen höher aufgelöst hätten mit dem Mittelstreifen, könnte man das viel besser machen. Aber man sieht quasi bis zum Schluss nicht, welchen Mittelstreifen man sehen soll. Nehmen soll. Ah, habe ich versaut. Wieder zu spät. Aber das macht nichts. Gehen wir zum nächsten Versuch. Mit
und schnelleren Auto, glaube ich. Übungslauf 2. Was für ein Auto darf ja 27 Sekunden Mitsubishi GTO. Schönes Auto übrigens. Hab wieder vergessen, Gas zu geben. Da das Auto schneller fährt, brauche ich viel längeren Bremsweg. 700, 800, 900. Oh, viel früher, viel, viel früher. Wow, sehr nice, Silber. Dafür sehe ich mir das Video an. Bei so einer guten Platzierung oder Pokal. Damals so möglich war. Man sieht tatsächlich, wie sich die Karosserie ein bisschen bewegt, so bei dem Ruckeln. Jetzt gerade nicht, aber gleich beim Bremsen sieht man, wie es vorne runter geht und das Heck hoch, so wie es sein muss. Ist aber auch schlecht gealtert, finde ich. Ja, nochmal ein Versuch. 5 Stück und dann geht's in die nächste. Ach, verdammt, ich habe schon wieder die Schultertasten zum Gas geben benutzt. Ich würde sagen, ich mache die 5 Versuche voll und dann fahre ich, suche ich mir so ein kleines Rennen und fahre das mal. Steuerkreuz, das wird interessant. Das war zu früh. Schade. Durchgefallen, ja, das war mir klar. Nochmal. Nochmal die Außenansicht, dass man vielleicht besser sehen kann, ob man bremsen muss. Ich versuche mal vor den 900er Schild zu bremsen, so ganz kurz davor. Auch cool ist, dass die Motorbremse mit einberechnet wurde. Also wenn man dann halt bremst und dann die Gänge runterschaltet, dann scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mit der Schultertaste versucht zu bremsen. Scheiß Forza. Also nicht, dass das Spiel scheiße ist, aber ich bin so dermaßen an die Xbox-Steuerung gewöhnt. Ich habe hier seit dem 4. Teil, also Gran Turismo 4, nie wieder ein Gran Turismo gespielt, aufgrund keine PlayStation 3 und auch keine PlayStation 4. Und die 5 ist sowieso nicht zu kaufen zurzeit. Und wenn dann zu so dermaßen überteuerten Preise, dass man lieber darauf verzichtet. So, bremsen. Zu früh. Dann machen wir es danach. So, das war Versuch Nummer 3. Nochmal. Und hier. Außenansicht, schalten. Vor dem Schild muss ich bleiben. Vielleicht so bei der Hälfte zwischen den Dingen. So, Konzentration. Ach verdammt, das war viel zu weit. Letzter Versuch. Da hätte ich mal nicht die Bremse gelöst. Dann war das eine Bronze.
Ja. Sehr schön. Ich suche mir jetzt irgendwie ein Rennen, was man ohne Dings fahren kann. Ohne Dings, also ohne Lizenz. Zum Abschluss. Wo kann man denn da hin? So, wieder hier raus. Rennstarten. B. Turnierereignis. B. A. Zeitrennen. Ne. Rennetappen. 1, 2, 3, 4, 5 zur Auswahl. Drei Mountain oder die Forest. Ich nehme mal die Forest. Aber klar, ich habe kein Auto gekauft. Ne? Was kann man denn dabei nutzen? Der GTO gerade hat doch Spaß gemacht. Gehen wir mal da drauf. Ja, war ein bisschen teuer. Gebrauchtwagen. Mirage 92. Cyborg Air. Das könnte ich da kaufen. Ich gehe mal ganz kurz hier alle Hersteller mal durch, zumindest die japanischen. Ich finde die interessanter wie die US-Autos. Kaufen. Ah, der AE86. Eines der bekanntesten Autos. Supra GTE Turbo. Corona. Sprinter Trueno Apex. Also der AE86 nochmal. Supra GT, super. 9020. 10.000 habe ich. So, mal gucken, wo war ein Honda. Der Sol, Prelude. Prelude VTEC, wo ist denn der Unterschied? Das müsste mal ein Japaner sein, die kennen sich hiermit viel besser aus. Subaru. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr teuer sind. Wusste ich's doch. Auf zum nächsten. Nissan. So, Nissan Silvia. Alles dieselben Autos. Die hier haben ein bisschen mehr PS wie die. Okay, und da wird es dann teurer. Einen haben wir noch. Mazda. Kaufen. Der X7, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Onus Roadster 89. Was ist denn ein Onus? Also der X7 oder was war noch mal hier? Mirage. Toyota hat den Supra. Ich nehme den Supra und zwar den hier. Oh, die Farbe ist echt Müll. Gekauft. Guck. Wieder raus. Kann man hier ein bisschen was, nein, nicht verkaufen. Ein bisschen was tun. Wie war es mit neuen Bremsen? Bei 10.000, 5.000 Schalldämpfer. 1.800 Euro habe ich nicht mehr. Und bevor sich das noch weiter in die Länge zieht, das war hier, genau, Einzeletappen und die, na, gehst du da wohin? Dahin. Oh, mal sehen, wie weit ich komme mit dem Steuerkreuz. Die Qualifikation gibt's. Okay. Entscheidung. War das die Strecke, die dann im dritten Teil diese hohen Lichteffekte hatte? Ne, Weg und so weiter. Nicht den linken Analogstick benutzen. Okay, bremsen. Ach verdammt, ich komme hier mit den Gängen durcheinander. So, hier rum. Jetzt noch den Streckenverlauf können würde. Oh, der fängt schon ordentlich an zu driften da im Hintergrund. Kann ich ja nochmal in den vierten Gang springen. Oh,
Schande. Dann ging das Set weg. Gut platzieren werde ich mir ja da jetzt nicht. Komm. Ja, tatsächlich, das war die Strecke, wo wir den coolen Lichteffekt nehmen würden. Hier so rum. Der Tunnel. Jetzt kann ich meinen vierten schalten. Oh, verdammt, 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 verdammt. Hier, so. Dann, na, nicht den Hintern wegmachen. War schon stylisch mit dem Licht im Hintergrund. Was ist das, so ein Aufgang oder so ein Untergang? War im Prinzip egal. Damit habe ich mich offiziell mal qualifiziert. Macht ihr das von alleine? Ah. Ein sehr guter sechster Platz von 6. Immerhin. Was ist denn daran ein Rekord, bitte? Rennstarten. Jo. Nee, nicht Automatik. So. Zwei Runden nur. Der Steuerkreuz. Okay, ich überhole die schon. So, hier mal bremsen. Das Ding geht sofort in den Drift. Jetzt sind sie aber ganz schön anhänglich. Yeah. Oh, Bremsen. So. Hörst du? Ah, jetzt habe ich geschaltet. Das wollte ich gar nicht. Ich fahre auch eine echt dämliche Rennlinie hier. Hier so. Da drüber einbremsen. Und dann werde ich nicht über das Grüne fahren. Der ist auch echt anhänglich da im Hintergrund. Den roten, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er noch da ist. Bremsen, bremsen. Na, verdammt. Gehst du wohl wieder auf die Straße? Ah, da sind sie. Ja, natürlich überholt mich gleich alle. Das ist ja sonst nichts Schlimmes hier. Das war offiziell eine Abkürzung, die unbeabsichtigt war. Am Start waren die so lahm, das kriegt man so nicht mehr. Einbremsen, auf in den... Verdammt nochmal ist das... Also ohne Vibration, also ich habe gar kein Feedback von der Straße. Man ist mittlerweile schon echt verwöhnt von den Spielen, was sie für ein Feedback geben. Hier einbremsen, einen zweiten. Hier von der Rechtskurve. Ach. Man kann ja nur besser werden. Weniger die Bremstaste benutzen, nur so ganz kurz, das reicht anscheinend schon. Auto, ich komme. Vierter Gang. Ah, sehr schön. Jetzt nur kein Blödsinn machen. Ja, nur kein Blödsinn machen, das ist gut. Den kriege ich jetzt nicht mehr. Hier ist Feierabend. Ist gleich das Rand vorbei. Kurz die Bremse nehmen. Was für ein Arsch. Zieht einfach irgendwie vorbei. Das ist ein Anfängerrennen. Ja, überholt mich ruhig alle. Ist gar kein Problem.
Oh, da werde ich das Auto ordentlich tunen müssen, um besseres Fahrverhalten kriege und ein bisschen mehr PS. Aber immerhin, der vierte. Mit dem Video werde ich das jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich habe mal Faxen gemacht. Und sage dann bis zum zweiten Versuch, nämlich dann die dritte und die vierte Übung zu absolvieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich mute mich und dann nach dem Rennen schalte ich aus.